Heute schauen wir uns einmal einen Entfernungsmesser, und zwar Impact Live mit siebenfacher Vergrößerung. Wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt's dran. Herzlich willkommen bei Intuitiv Bogenschießen Coaching. Heute einmal mit einem Entfernungsmesser mit siebenfacher Vergrößerung. Ich sage es gleich am Anfang, weil ich weiß ja, dass sie die Leute Videos selten ganz anschauen. Und weil ich das später irgendwo erwähne, kommen natürlich gleich die erbosten Kommentare. Prinzipiell ist es so, als intuitive Schützen müssen wir die Entfernung nicht wissen. Von daher braucht man kein Entfernungsmesser. Ja, und wenn euch das Thema überhaupt nicht interessiert, dann ja, schaltet halt wieder ab. Prinzipiell ist es aber so, wir können uns als intuitive Bogenschützen natürlich auch mit der Entfernung beschäftigen, mit Entfernungswahrnehmung beschäftigen, können diesbezüglich Übungsschätzungen anstellen, und solche Übungsschätzungen können wir dann mit Hilfe von einem Entfernungsmesser überprüfen, und dann kriegen wir das einfach schneller ins Gefühl und täuschen uns weniger oft in Bezug auf die Entfernung. Ich selber habe mir aber dieses Gerät jetzt nicht deshalb gekauft, weil ich meine Übungsschätzungen eben unbedingt mit Entfernungsmesser überprüfen möchte, sondern ich habe für das eine andere Methode, werde auch mehr Video dazu machen, eine andere Übungsmethode zur Entfernungswahrnehmung, die sich meiner Meinung nach besonders fürs intuitive Bogenschießen eignet. Da werde ich das nächste Mal oder in einem von den nächsten Videos drüber reden. Aber ich habe mir eben diesen Entfernungsmesser deshalb gekauft, weil ich mir gedacht habe, ich brauche irgendwie ein Fernglas. Ein Fernglas wiederum brauche ich nicht deswegen, weil ich irgendwie die Trefferzone suchen möchte vor dem Schuss, sondern ein Anreiz für mich beim Bogenschießen ist eben, dass ich die Trefferzone ohne Fernglas finde. Außerdem mag ich ja prinzipiell so wenig wie möglich mit haben beim Bogenschießen. Ja, warum kaufen wir jetzt dann sowas? Das Ding ist, ich war jetzt dann öfter auf Parcours, die einfach weitergestellt waren, also sie Hauer Hill und so, wo halt weitere Distanzen waren und wo ich bei Fehlschüsse nicht mehr gesehen habe, ob ich jetzt dann drüber oder drunter geschossen habe, beziehungsweise wie weit drüber oder drunter. Und da ist das Problem natürlich, weil ich nicht weiß, ob ich drüber oder drunter geschossen habe. Ja klar, probiere es noch einmal und sehe es dann vielleicht irgendwann, aber wenn ich eben ein Fernglas habe zum Nachschauen, tue ich mir leichter und das schneller zum Lernen, diese extrem weiten Distanzen. Also habe ich mir gedacht, irgendwie so ein leichtes Fernglas oder so wäre nicht schlecht. Ja, dann, ihr wisst, wie das ist, sitzt man halt einmal vor dem Computer, schaut schon, was es so gibt. Also für mich war klar, kein Fernglas, sondern eher ein Ding, wie heißt das, Spektiv, weil das einfach weniger Platz braucht. Und dann sieht man natürlich, ja, da gibt es was gleich mit Entfernungsmesser und Vergrößerung etc. Dann habe ich geschaut, habe mir gedacht, ja, siebenfache Vergrößerung sollte mir jetzt eigentlich reichen, und Entfernungen kann ich auch messen. Dann kann ich eben natürlich meine Übungsschätzungen zusätzlich auch mit Entfernungsmesser trainieren etc. Und ja, so ein bisschen eine Spielerei hat man halt auch ab und zu ganz gern. Also habe ich mir das Teil eben gekauft. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, ich zeige es euch jetzt einmal einfach. Und zwar, im Lieferumfang enthalten ist eben dieser Hardcase-Koffer. Der hat da so eine Trageschlaufe dran, leider kein Gürtelclip oder so. Das heißt, man müsste jetzt für den Gürtel einen Clip nehmen und könnte es dann auf diesen Clip draufhängen. Ich habe das jetzt einfach da einmal so beim Clip am Köcher dazu gehängt. Ja, weiß nicht, ob ich das so beibehalten will. Ich glaube, irgendwie, wenn das da so mal umbaumelt, stört es mir auch ein bisschen. So, jetzt machen wir das Teil einmal auf. So, wenn wir das Teil jetzt aufmachen, dann seht ihr, das liegt da so mit einem Gummibandal drinnen. Ihr seht, ein Putztuch ist dabei für die Linsen. Außerdem, das habe ich aber jetzt am Parcours natürlich nicht mit, ein USB-Ladekabel für einen Akku zum Aufladen. Und das Gummiband ist natürlich praktisch, das heißt, es fällt dann nicht gleich alles außer, wenn man aufmacht. Das ist schon mal viel wert.
So schaut jetzt eben dieser Tag-Life-Entfernungsmesser mit siebenfacher Vergrößerung aus. Ihr seht das Holz größenmäßig im Rahmen, kann man so bequem in die Hand nehmen, bringt man auch gut in die Jackentasche rein. Die Handschlaufe, was da drauf hängt, ist dabei im Lieferumfang, ist heutzutage auch nicht selbstverständlich, dass man sowas dazu kriegt. Und da hinten hat man eine Dioptrienverstellung, die ist natürlich praktisch, wenn man jetzt Brillenträger ist und ohne Brille unterwegs ist oder so. Ein bisschen ein Manko, oder was mich halt stört, ist, dass das nicht irgendwie fixierbar ist, diese Dioptrienverstellung. Die ist zwar relativ schwergängig, aber eben, wenn man es jetzt so wie ich habe das jetzt die meiste Zeit da einfach in der Jackentasche eingesteckt, also im Winter, wenn man Jacke mit größeren Taschen hat, geht das. Und dann beim Raus- und Reinnehmen verdreht man dieses Ding halt schon des Öfteren und muss neu einstellen. Ja, ist aber jetzt auch nicht die große Tragödie. Schauen wir mal durch, wie das von innen ausschaut. Das jetzt einmal so ein bisschen zum Durchfilmen. Ihr seht, das wackelt ein bisschen Freihand, aber es geht. Es gibt drei verschiedene Modi. Das wäre jetzt Geschwindigkeitsmessung. Der Bär bewegt sich natürlich nicht. Dann im nächsten Modi, da habt ihr diese Golffahne, weil das Teil wird eigentlich verkauft als Rangefinder für Golfspieler. Für das könnt ihr eben auf so dünne Objekte fokussieren und dann eben quasi der normale Entfernungsmesser mit eben Entfernung und Winkel. Ihr seht jetzt Messer, das waren da 32,2 Meter von wo ich stehe. Ja, das ist die ganze Geschichte dabei. Man kann auch dynamisch messen, wenn man drauf bleibt und dann das Ding bewegt. Seht ihr, wie sich halt die Entfernungsangabe und der Winkel etc. verändert. Ja. Ihr habt ja gesehen, dass die Anzeige im Display nicht beleuchtet ist. Das heißt, bei schlechteren Lichtverhältnissen wird man das natürlich nicht mehr so gut sehen. Aber nachdem ich eh zum Bogenschießen habe und eh im Finstern eher selten Bogenschießen bin, wird das zum Verschmerzen sein. Ich habe es jetzt ein bisschen auch probiert da hinten im Wald, wo es schon ein bisschen düsterer war. Hat auch funktioniert, war immer noch zum Ablesen, von daher kann ich mich nicht beschweren. Natürlich, es gibt dann auch teurere Entfernungsmesser mit vielleicht mehr Vergrößerung, was vielleicht noch genauer sind, mehr kennen etc. Das Teil war relativ preisgünstig. Link habt ihr in der Videobeschreibung. Schaut es euch einmal an, wenn es euch interessiert, was aktuell kostet. Wird auch relativ gut rezensiert eigentlich. Ja. Also ich muss sagen, ich bin zufrieden und wenn ihr euch eben vorstellen könnt, dass das was für euch ist, ja, schaut es euch an, dann habt ihr vielleicht wieder ein gutes Teil zum Mitnehmen. Was ich bis jetzt so geschaut habe, die siebenfache Vergrößerung genügt mir. Das war ein bisschen Bedenken von mir, ob ich halt dann auf 50, 60 Meter wirklich noch die Pfeile liegen sehe. Ich habe das ausprobiert. Geht noch, sehe ich noch. Ja. Gut, in diesem Sinne, alle ins Gold, alle ins Blatt. Pfiat euch, macht es gut, bis bald.